Diverse Preise hat Green Book schon abgeräumt. Bei den Oscars zählt dieser Film auch zu den absoluten Favoriten. Aber wie ist denn Green Book jetzt eigentlich geworden? Das erfahrt ihr nach dem Trailer. Ja, da hat gerade einer angerufen. Ein Doktor, er braucht einen Fahrer. Interessiert? Ich bin kein Mediziner, aber ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Worin haben Sie sonst noch Erfahrung? Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten? Sie in den Südstaaten? Da gibt's sicher Probleme. Versprich, dass du mir schreibst. Ich versprich's. Riecht das nicht gut? Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Euer Eins liebt doch Fried Chicken. Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony. Ja, oder? Ich bin gut. Wir werden bei den vermögendsten Leuten dieses Landes verkehren. Ihre Ausdrucksweise könnte etwas Schliff vertragen. Affanabler, warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga. Liebe Dolores. Ich habe Dr. Shirley Klavier spielen sehen. Ich glaube, er ist ein Genie. Na los, nehmen Sie. Ich möchte keine Fettflecken auf meiner Decke. Ich mag keine Fettflecken auf meiner Decke. Dieser Gentleman sagt, ich sei hier nicht erwünscht. Tut mir leid, Sir. Wie kann er denen allen lächelnd die Hand schütteln? Weil man Herz braucht, um die Einstellung der Menschen zu ändern. Was machst du da? Schreib einen Brief. Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Tony. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben. War für mich die einfachste Sache der Welt. PS-Kuss an die Kinder? Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Schostakowitschs Siebter. Ist das gut? Das ist perfekt, Tony. Aussteigen! Gewalt siegt nie. Gewinnen kann man nur mit Würde. Du kennst deine eigenen Leute nicht. Du, Mr. Big Shot, gibst Konzerte für die Reichen. Wenn ich nicht schwarz genug bin und nicht weiß genug, dann sag mir doch, Tony, was bin ich? Jeder kann sich anhören wie Beethoven. Aber die Musik, die du machst, kannst nur du allein. Was machen wir mit den Knochen? Ganz einfach. Heb ihn auf, Tony. Die fressen eh die Eichhörnchen. Heb ihn auf. Wenn man sieht, dass Peter Farrelly hier als Regisseur tätig wurde, kann man etwas skeptisch werden. Denn dieser Mann ist unter anderem für Filme wie Dumm und Dümmer verantwortlich gewesen. Mit Sicherheit haben da ganz viele Leute auch Spaß damals im Kino gehabt, aber es ist jetzt eben nicht die Art von Komödie, die man als feinsinnig, clever und intelligent bezeichnen würde. Und da kann ich aber direkt sagen, da muss man sich absolut überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich finde, der Trailer sagt es auch schon, aber auch sonst, wirklich, es geht hier überhaupt nicht um Klamauk. Das Gegenteil ist nämlich sogar der Fall. Viggo Mortensen als Italiener und Mahershala Ali als afroamerikanischer Künstler und Musiker, die aufeinandertreffen in einer Welt in Amerika, in der Rassismus noch mehr grassiert als wahrscheinlich heute auch immer noch. Und er möchte eben diese Tour in den Süden machen. Und man fragt sich von Anfang an eigentlich schon krass, warum will er das unbedingt auf sich nehmen? Und auch die Figur von Viggo Mortensen, Tony Lip, zeigt eben sehr, sehr deutlich, was er eigentlich von Afroamerikanern und Dunkelhäutigen hält. Obwohl er eigentlich selber nicht der klassische Amerikaner ist, sondern eben als Italiener in New York lebt. Und gerade da gibt es zu Beginn wirklich extrem viele sehr deutliche Szenen, in denen die Charaktere einmal präsentiert werden. Und was ich da spannend finde, ist, dass beide Charaktere eben nicht als die Mr. Super Sympathicus eingeführt werden, sondern man hat durchaus Vorbehalte gegenüber beiden. Wie es sich dann natürlich für einen Roadmovie gehört, gibt es eben nicht nur die Reise, die man so nach außen sieht, ne? Wir fahren von Stadt zu Stadt, sondern eben auch eine innere. Und der deutsche Untertitel Eine besondere Freundschaft nimmt es natürlich auch schon ein wenig vorweg, was man auch erwarten kann, dass sich diese beiden Charaktere annähern und das eben auf eine sehr charmante Art und Weise. Und vor allen Dingen deswegen charmant, weil Mahershala Ali und Viggo Mortensen hier eine wirklich fantastische Schauspielleistung abliefern. Als ich gehört habe, dass sie nominiert sind, habe ich mir gedacht, so ja, tolle Schauspieler,
bisschen Material gesehen und war mir noch nicht zu 100% sicher, so warum soll dieses Schauspiel so fantastisch sein. Und bereits nach wenigen Minuten im Film, im Kontext, im kompletten Zusammenhang, nicht kurz zusammengeschnitten oder einzelne Szenen, merkt man sofort, was das Besondere dieses Films ist, nämlich die Chemie zwischen diesen beiden, die eben auf nicht wirklich auf Augenhöhe agieren im Sinne von der Figurenkonstellation zu Beginn. Denn das ist schon verrückt, dass beide irgendwie abfällig aufeinander gucken. So ist echt krass, so beide schauen von oben herab auf den anderen und nähern sich an. Es sind wirklich ganz viele kleine Momente zwischen den beiden, bei denen man wirklich der festen Überzeugung ist, dass diese beiden Menschen genau das auch in der Realität sind. Und diese Freundschaft und alles, was da passiert, diese Neckereien, dass das sehr, sehr echt ist. Und das macht diesen Film wirklich besonders und ist, glaube ich, für mich auch das, was diese große Magie für den Kinozuschauer dann ausmacht, dass man einfach genau das so mitfühlt. Denn durchaus hat dieser Film auch ein paar Schwächen, die man wirklich nicht abstreiten kann. Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten. Sie in den Südstaaten? Da gibt es sicher Probleme. Was jetzt kommt, ist sicherlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich möchte euch natürlich eine differenzierte Review bieten. Und so gibt es immer mal wieder Details, die offenbart werden sollen, wie welcher Charakter denn ist, die für mich manchmal ein bisschen zu sehr mit der Brechstange gewollt sind. Also es ist jetzt nicht, dass es einem total ins Gesicht irgendwie gedrückt wird, aber man merkt eben, dass auch der geneigte, nicht regelmäßige Kinozuschauer auf jeden Fall auf alle Details aufmerksam gemacht werden soll. Und so gibt es immer mal wieder so ein paar Momente, die mir ein bisschen zu plakativ sind, gerade wenn man merkt, wie ausbalanciert das Schauspiel ist und eben diese Beziehung zwischen den beiden, hätte ich das an vielen Punkten gar nicht so gebraucht. Natürlich gibt es zwei, drei sehr charmante Einfälle, wie beispielsweise relativ zu Beginn sehen wir eben Mahershala Ali wirklich förmlich auf so einem Thron sitzen und auf Viggo Mortensen herabschauen. Aber selbst da merkt man, das ist nicht einfach total subtil erzählt, sondern manchmal eben doch etwas sehr, sehr offensichtlich. Und so ist auch die Botschaft, die erzählt wird, doch wirklich sehr, sehr groß aufgehangen. Man merkt also schon sehr, sehr schnell, in welche Richtung es gehen soll. Und man merkt eben auch sehr häufig, weil es eben auch durchaus ausgesprochen wird, was denn am Ende der Zuschauer mit rausnehmen soll. War mir an zwei, drei Stellen manchmal ein bisschen zu viel, aber insgesamt funktioniert es eben doch. Und für mich ist auch der Kritikpunkt, den ich manchmal gelesen habe, dass es ein bisschen zu weich gespült ist und dass natürlich die Situation viel, viel düsterer und schwieriger gewesen sein wird in der Zeit, ist für mich durchaus ein legitimes Argument, muss aber sagen, im Kontext dieses Films, der durchaus auch so mit Hidden Figures oder The Help verglichen werden kann, so von der Grundatmosphäre, ist es für mich hier tatsächlich völlig legitim zu sagen, wir gehen aber diesen Weg, weil wir jetzt eben das Publikum nicht wieder irgendwie am Boden zerstört sehen wollen. Es muss jetzt nicht irgendwie der krasse Drama-Twist sein. Es muss jetzt nicht jeder total mitleiden, sondern vielleicht bekommt man es ja auch eben durch die etwas positivere Ausgestaltung hin, die Botschaft dennoch auf jeden Fall in den Mann zu bringen. Und ich finde, das gelingt und ich glaube, damit erreicht man eben auch deutlich mehr Menschen, als wenn man jetzt wirklich das ganz tief dreckige Drama erzählt hätte. Und das ist eben auch relativ zügig in diesem Film zu merken, gar nicht der Anspruch dieses Films. Und das ist für mich auf jeden Fall völlig in Ordnung, das so zu machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, so zwei, drei kleine Momente hätte ich nicht gebraucht und ein bisschen zu plakativ. Warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga. Fast schon wieder viel zu lange darüber gesprochen. Insgesamt gibt es sehr schöne Settings. Allgemein, ich mag auch die Ausstattung, ich mag die Musik, ich mag einfach die Dialoge. Da sind einfach sehr, sehr viele schöne Elemente, die ineinander übergreifen. Und so bekommt man bei Green Book wirklich ein nicht mal kitschiges, sondern einfach ein unglaublich schönes Kinoerlebnis über etwas mehr als zwei Stunden, die wirklich ganz flott erzählt sind. Man hat nie das Gefühl, okay, jetzt gibt es hier diese Riesenlängen, sondern es passiert immer genug und vor allen Dingen, wie gerade eben schon mal betont, gerade zwischen diesen beiden Schauspielern. Und das ist für mich auch der absolute Hauptgrund, diesen Film zu sehen. Gerne übrigens dann auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Originalfassung, denn wie Viggo Mortensen hier den italienischen Akzent spielt und mit welcher Aura Mahershala Ali durch diese Settings läuft, das ist schon wirklich außerordentlich und das klingt
klingt eben auch toll. Deutsche Fassung nicht gesehen, aber es wird schwer, da ansatzweise ranzukommen. Von mir also insgesamt, wie gerade gesagt, tolle schauspielerische Leistung, wichtiges Thema, schöne Musik, aber eben manchmal ein bisschen zu plakativ, aber durchaus der klassische Oscar-Film. Gibt es von mir sehr sehenswerte und mehr als empfehlenswerte 8 von 10 Punkten für Green Book. Und ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich eben auch den Oscar für den besten Film gewinnt. Aus einem Grund, da er ein bisschen einfacher zu konsumieren ist als beispielsweise ein The Favorite, aber eben auch mit der Botschaft etwas klarer umgeht als beispielsweise ein Roma. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Lasst doch mal eure Meinung in den Kommentaren dazu da. Findet ihr den zu weich gespült? Findet ihr es genau richtig? Sagt ihr, nein, der hat mich total emotional bewegt. Die Leute sollen die Fresse halten. Schreibt es gerne in höflicheren Worten in die Kommentare. Und sonst könnt ihr auch gerne noch 2 andere Videos schauen. Ich habe euch was verlinkt und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.